2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Ich mach mir die Welt, bitte, bitte, wie sie mir gefällt. Hey, Pippi Langstrumpf, tolle, die tolle, tolle, hopsasa. Hey, Pippi Langstrumpf, die macht, was ihr gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von mir lernen? Alle groß und klein, tralalala, die zu mir ein. Ich hab ein Haus, ein guter, buntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd, die schauen dort zum Fenster aus. Ich hab ein Haus, ein Äffchen und ein Pferd, und jeder, der uns mag, kriegt unser Einmaleins gelehrt. 2 mal 3 macht 4, bitte, 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 und 3 macht 9. Wir machen uns die Welt, bitte, bitte, wie sie uns gefällt. 3 mal 3 macht 6, bitte, bitte, wer will's von uns lernen? Alle groß und klein, tralalala, dich zu uns ein. Unsere Eltern müssen für 3 Tage verreisen. Und da haben sie Fräulein Prosselius gebeten, auf Tommy und mich aufzupassen, damit wir etwas Warmes zu essen bekommen und abends früh genug zu Bett gehen. Oje, oje, oje. Ausgerechnet die Prosselise. Schrecklich. Ich mag gar nicht daran denken. Mama meint, die Prosselise wäre nett, aber sie kennt sie eben nicht gut genug. Wir könnten doch genauso gut selber auf uns aufpassen. Oder vielleicht noch besser. So wie Pippi das auch macht. Die Prosselise meckert doch nur den ganzen Tag rum. Und das nennt sie dann aufpassen. Allein kommen wir bestimmt viel besser klar. Wir wissen doch genau, was wir dürfen und was nicht. Lieber die Prosselius hier, als dass wir ins Kinderheim müssen. Wir wären schon mit ihr fertig. Wenn wir draußen sind, kann sie ruhig meckern. Hm. Außerdem ist Pippi ja auch noch da. Ja, leider. Es ist so gemütlich wie noch nie. Ach, die 3 Tage gehen doch schnell vorbei. Hast du schon etwas gefangen? Nee. Da unten liegt ja ein Kahn auf dem Grund. Den habe ich schon gesehen. Ich glaube, mit dem ist nicht mehr viel los. Aber wir können ihn uns ja mal ansehen. Schon mal Schiffbruch erlitten, Pippi? Na und ob? Ich glaube nicht, dass es jemand gibt, der mehr Schiffbrüche mitgemacht hat als ich. Ach, bist du dabei auch mal auf eine einsame Insel gekommen? So wie Robinson Crusoe? Klar, oft sogar. Was Robinson erlebt hat, war doch nur ein Kinderspiel gegen meine Abenteuer. Ich möchte auch mal auf einer einsamen Insel sein. Und wenn es nur für ein paar Tage wäre. Das kannst du doch leicht haben. Du brauchst nur Schiffbruch zu erleiden. Inseln gibt's genug. Das stimmt. Ich kenne auch eine. Liegt die im Wasser? Na klar, wo soll sie denn sonst liegen? Es gibt auch Inseln, die am Land liegen. Aber die sind nicht schön. Darum heißen sie auch Halbinseln. Ist doch egal, wo sie liegt. Die Prosselius erlaubt uns ja doch nicht, dass wir auf eine Insel ziehen. Hoch herab vom Himmelszelt schauen die Sterne auf die Welt, blicken durch die Fensterlein.
Wo tut's dir denn weh? Weh? Ich hab Angst gehabt, dass dir was Furchtbares passiert wäre, weil du so geschrien hast. Ach, du liebe kleine Pippi, du bist wirklich zu drollig. Bitte, Tante Prosselius, darf sie hier bleiben und nachher mit uns zusammen Abendessen? Natürlich darf sie das. Die arme kleine Pippi soll doch endlich einmal sehen, was ein richtiges Zuhause ist. Nicht wahr, mein Schatz? Danke, liebes Tantchen, da freut sich die arme kleine Pippi aber darüber. Ja. Und ich will euch auch schon verraten, was ihr bekommt. Eine gute, warme Gemüsesuppe. Wunderbar, sowas habe ich mal bei den Kuridutten gegessen. Überall in dunkler Nacht leuchtet hell der Sterne Pracht. Nur die Eul im Walde lacht und der gute Mond hält Wacht. Sandmann, dieser kleine Wicht, schleicht sich durch das Sternenlicht. Bravo, Tante Brüsselise, du singst wunderschön. Schade, dass keine Katze da ist, die mitsingt. Ist dir aber heiß? Und versalzen. Das wird gut tun, eine warme Suppe, nicht wahr? Warm ist die Suppe, ja, das muss man schon sagen. Und schmecken tut sie auch. Wirklich. Nur, ich glaube, das Gemüse ist noch sehr hart. Das hätte ruhig noch ein bisschen länger kochen dürfen. Na, Pippi. Wieso? Mir macht es nichts aus. Ich habe nämlich gute Zähne. Wie meine Großmutter. Die konnte Nägel und Schrauben durchbeißen. Weil sie nie ein einziges Bonbon gegessen hat, hat sie immer gesagt. Hör mal, Pippi, was hat sie denn sonst gegessen, deine Großmutter? Nägel, immer nur Nägel. Wird ja fast wieder wie neu, Pippi. Warte nur, wenn das erst wieder schwimmt. Oh je. Wer ist denn das? Die Brüsselise, komm schnell. Jala. Sasa. Tjola hi. Tjola he. Tjola hopp. Sasa. Ungefähr, was machst du denn? Oh, das wollte ich nicht. Entschuldige. Warte, ich werde dich abputzen. Lass das, komm mir nicht zu nah. Aber ich... Wenn du Tommy und Annika siehst, sag ihnen, die Unterhemden sollen angezogen werden. Befehl von der Brüsselise, die Unterhemden müssen angezogen werden. Ob es warm oder kalt ist, das ist egal. Pippi, wollen wir nicht mal versuchen, auf eine einsame Insel zu fahren? Unsere Eltern sind ja verreist. Du darfst aber nicht petzen, Annika. Keine Sorge, ich will ja mitfahren, dann kann ich dich nicht gut verpetzen. Da hast du recht. Außerdem kannst du überhaupt nicht petzen, dafür weiß ich zu viel von dir. Also einverstanden. Wir stechen morgen früh um 4 in See. Wir kommen dich abholen. Annika!
sei nicht traurig und hab keine Angst. Wir kommen morgen Abend zurück. Pippi passt inzwischen auf uns auf. Unsere Eltern wissen, dass da nichts passieren kann. Tommy und Annika. Gut. Ein Menschenfresser, der Magen. Quatsch, hier gibt's ja gar keine Menschenfresser. Aber dafür wilde Tiere. Alle Arten, die ihr euch vorstellen könnt. Vor allem eine Menge Tiger und riesige Riesenschlangen. Und Löwen und Panther. Passt auf, ich jag sie mal aus dem Busch. Eine Klapperschlange. Na warte, ich klappere ein bisschen mit. So, du weißt keinen mehr. Ein Nashorn.
Willst du was? Frech werden? Komm nur her! Selbst gedichtet? Oder ist das von deinem Vater, der mal Seeräuberkapitän war? Halb und halb. Den Anfang hast du sicher nicht selbst erfunden, nur das mit dem Nashorn. Aber das gefällt mir besser als das von der Totenmannskiste. Pippi, wenn ich mal groß bin, dann will ich auch Seeräuber werden. Das wird toll, Tommy. Die karibische See wird vor Angst zittern. Und wenn wir uns zusammentun, sind wir der Schrecken der sieben Weltmeere. Und wir werden so berühmt und gefürchtet, dass jeder Seemann blass wird, wenn er unsere Totenkopfflagge entdeckt. Was soll ich denn dabei machen? Ich bin doch ein Mädchen. Ich habe viel zu viel Angst, um Seeräuber zu werden. Och, du kannst trotzdem mitkommen. Du kannst ja das Schiff sauber machen. 15 Mann auf des Totenmannskist. Ho, ja, ho. Und Buddel voll rum. Pfeife auf Bruder und Pfeife auf Würst. Ho, ja, ho. Hunger schmeißt mich nicht um. Komm, Annika. Zeig schon mal, was du kannst. Du mach uns verbessern. Hier habe ich noch was für dich. Gute Nacht, kleiner Onkel. Mua. Pippi, es ist so dunkel hier im Zelt. Ich habe Angst. Du brauchst keine Angst zu haben. Ich bin noch bei dir. Darf ich bitte in deinem Arm schlafen? Mhm. Wir wären auf Takatuka. Thank you.
Tommy! Hey! Wo ist Pippi? Weiß ich doch nicht. Da stimmt doch was nicht. Herrlich hier auf der Insel. Ich möchte am liebsten überhaupt nicht mehr weg. Ich auch nicht. Mensch, unser Boot ist ja weg. Pippi, das Boot, wo ist unser Boot? Es ist weg. Aber wie sollen wir ohne das Boot wieder von hier wegkommen? Wenn Schiffbrüchige auf eine Insel verschlagen werden, dann sitzen sie oft viele Jahre dort fest. So lange können wir nicht warten. Dann muss eben einer kommen und uns hier wegholen. Na und? Dafür gibt's eine Flaschenpost. Na los, Tommy, schreib doch. Wenn du den Zettel fertig hast, stecken wir ihn in die Flasche und dann kann die Post abgehen. Wenn du nach Hause willst, musst du dich schon ein bisschen anstrengen. Ja, das tue ich doch schon die ganze Zeit. Was soll ich denn schreiben? Mir fällt nichts ein. Schreib, was ich dir sage. 2 Tage ohne Schnupftabak, verschmachten auf dieser Insel. Sowas kann man doch nicht schreiben. Es ist auch gar nicht wahr. So ein Quatsch, verschmachten ohne Schnupftabak. Quatsch? Wieso? Hast du vielleicht Schnupftabak? Nee. Hat Annika Schnupftabak? Ach was. Na und ich? Hab ich etwa Schnupftabak? Zuzutrauen wär's dir ja. Aber du hast bestimmt auch keinen. Siehst du, drum sage ich doch, du sollst schreiben, wir sind ohne Schnupftabak. Aber wenn wir das schreiben, dann denken die Leute, wir hätten sonst immer welchen. Überleg doch mal, Tommy, welche Leute haben denn meistens keinen Schnupftabak? Die, die schnupfen oder die Leute, die keinen Tabak schnupfen? Die nicht schnupfen, natürlich. Dann ist doch alles völlig klar. Also schreib, was ich sage. Wir sind ohne Schnupftabak und verschmachten auf dieser Insel. Ich hab schon richtig Heimweh nach Mama und Papa. Und wir sind erst einen Tag weg. Glaubt ihr, ich hätte kein Heimweh? Warst du auch? Meine Mama ist oben im Himmel. Da kann man keine Flaschenpost hinschicken. Aber mein Papa, der sollte bald mal kommen. Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Eine sichere Sache ist das doch nicht mit der Flaschenpost. Wo bleiben die bloß so lange? Wen meinst du? Die, die uns hier wegholen sollen. Thank you.
Zweimal drei macht vier, bitte, 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 und drei macht